Herzlich willkommen zum nächsten Playoff-Spiel unserer New York Rangers. Mit einer 2:1-Führung treten wir im zweiten Auswärtsspiel bei den Flyers an. Mike Emmerich, Oddi Olczyk auch wieder mit auf dem Kommentatorenplatz. Für uns gilt es heute natürlich, den Matchball zu erspielen. Wir wollen die 3:1-Serienführung. Im letzten Spiel konnten wir in der letzten Minute noch auf 2:2 ausgleichen, haben dann aber auch innerhalb der letzten halben Minute das 3:2 nochmal hinnehmen müssen, mit einem Mann weniger. Also, die Fehler des letzten Spiels der letzten Folge gilt es heute zu verbessern. Und da sieht man schon Rick Nash im Stadium Series 2012-2013 Sweater. Michael Neuwirth, 1-1-1 seine Bilanz. Wir schießen pro Spiel etwa über 3 Tore. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Hauptsache ist, wir halten hinten mehr davon fern. Dafür zwischen den Pfosten bei uns. Number 30, Henrik Lundqvist. Unser Starting Goalie. Unsere Starting Six. Ryan McDonough mit Dan Girardi. Im Angriff mit dabei Kreider, Sabanejad und Nash. Sie treten an gegen Stenji, Rue und Simmons. Voracek, verletzungsbedingt draußen. Ein Check von Girardi war es, glaube ich, in der letzten Folge. Hat ihn anscheinend außer Gefecht gesetzt, sonst würde er jetzt spielen. Das tut uns natürlich leid, das ist nicht die Absicht, mit der wir hier in unsere Checks gehen. Wir wollen natürlich ein hartes Spiel aufziehen, aber nicht um die Gegner zu verletzen. Ist jetzt natürlich passiert, wir müssen auf Matt Zuccarello verzichten. Norman Simmons! Der ging durch die Beine, aber auch am Tor vorbei. Schön rausgesteuert, Nash mit Schwung. Wir müssen auf Zuccarello verzichten, das war auch ärgerlich. Allerdings im Spiel gegen die Islanders ist das in der regulären Saison passiert. Trotzdem für die gesamten Playoffs ausgefallen. Was Voracek hat, weiß ich nicht. Aber auch sie müssen auf einen ihrer Top-Spieler verzichten. Also ausgleichende Gerechtigkeit, auch wenn es natürlich nicht gewollt war, wie gesagt. Für uns gilt das auf jeden Fall. Wir wollen natürlich unser hartes Spiel aufziehen, weil wir es über die gesamte Saison hinweg schon gezeigt haben und weil wir es können. Aber gerade in den ersten zwei Playoff-Spielen, die wir ja gewonnen haben. Oh, schade, da gibt es die erste Strafe gegen Derek Stepan. Aber gerade in den ersten zwei Spielen haben wir unsere Stärke vorm Tor gezeigt, durch Verkehr vorm Tor. Ganz viel Bewegung, festgesetzt im Offensivdrittel. Das müssen wir natürlich heute machen. Im letzten Spiel haben wir uns zu sehr auf das Körperliche konzentriert. Und mit Henrik Lundqvist halten wir den Puck lieber einmal mehr fest, als einmal zu wenig. Fast und Grabner nämlich für uns hier in Unterzahl. Ah, leider auch kein Bulli gewinnen. Fast macht oben dicht, da kommt der Direktschuss. Lundqvist verschiebt schnell und steht gut. Oh, Klein, warum brauchst du da so lange? Der hätte sich nur umdrehen müssen und den wegschießen. Dadurch wird es gefährlich, aber McDonough ist hellwach. Schick Grabner, der hat Tempo auf Fast. Ah, den Schuss hat er verpasst. Der hätten wir vielleicht keinen Schlagschuss machen sollen. Ey, der hat uns ziemlich spät weggecheckt. Gibt aber keine Strafe. Schön da hinten gecheckt. McDonough gegen... Da ist das Körperspiel. Und das nächste. Leider nicht erstochern können. Oh, mit dem Kopf Michael Grabner. Aufopferungsvoll. Der Helm schützt ihn vor Schlimmerem. Puck wird ihm weggespitzelt. Er bringt ihn um die Rundung. Fast. Kommt denn. Da wollte ich den Check. Zum Glück habe ich ihn übrigens auch nicht gekriegt. Weil sonst wäre das eine Strafe gewesen, weil der Gegner auch gar nicht am Puck war. Ärgerlich nur, dass wir uns den Puck hätten nehmen können. Der nächste Schussblock von Stepan, der die Strafe abgesessen hat. Eigentlich auch ein guter Penalty-Killer. Also, jeder opfert sich für jeden bisher. Grabner lässt liegen. Ah, die Verteidigung nicht schnell genug gewechselt. Aber Stoll, der schon gute Playoffs für uns jetzt gespielt hat die ganze Zeit. Auch hier hellwach. Stepper mit dem nächsten Check. Diesmal geht er durch. War zwar spät und riskant. Fast hätte er wieder auf die Box in die Kühlbox gemusst. Der Puck ist außerhalb des Spielfeldes. Die Playoff-Werte wachsen langsam. Im vierten Spiel dieser Playoff-Serie. Auch die anderen Serien sind knapp. Das gucken wir uns natürlich nach dem Spiel an, wie es dasteht. Kevin Hayes passt hinten auf. Sehr schön. Ab geht's. Nimmt den Puck selbst in die Hand, also nicht wortwörtlich natürlich, nimmt das Zepter in die Hand, sagen wir es so, außen vorbei. Buchnevich, der in der letzten Folge direkt doppelt traf, nicht nur seinen ersten Playoff-Treffer geschossen, sondern direkt den zweiten hinterhergelegt. Holden auch da wieder das Körperspiel. Den hat er erwischt, so Hayes. Lässt liegen für Buchnevich. Ah, drüben wäre er vielleicht gewesen, aber wir setzen uns fest, das können wir. Vorm Tor ist Bewegung. Hayes, im Nachschuss, schade, kriegt er nicht ganz. Beziehungsweise eher so gut wie gar nicht. Und aufpassen, Ruffle kommt. Der wird rumgespielt, Holden mit dem Schläger. Da gibt es die nächste 2-Minuten-Strafe gegen uns. Ärgerlich. Auf sowas müssen wir natürlich aufpassen und vor allem vermeiden.
unnötig von hinten gehakt an dieser Stelle. Nächste 2 Minuten Unterzahl. 2 Schüsse gab es nur für die Flyers in der ersten Möglichkeit. Da ist direkt der Nächste und der Nächste, der ist drin. Da war Lundqvist sehr, sehr langsam und Rain Simmons nutzt die Chance ebenso schnell, wie wir im letzten Spiel das Powerplay nutzen konnten. Also, die erneute Führung für die Flyers, wie so oft in dieser Serie. Aber 2-mal konnten wir es danach noch für uns entscheiden. Auch im letzten Spiel, wie gesagt, konnten wir nach Rückstand, sogar nach 2-0 Rückstand, noch ausgleichen. Nur haben wir uns dann noch eins einschenken lassen. Oh oh, jetzt ist zu viel Platz da. Zu oft und zu viel Platz. Aber Rick Nash mit Tempo. Wenn er das gut macht, hat er das 1-on-1. Oh, sogar die zweite Chance kriegt er. Außenrum. Drüben ist er. Jawohl, Mika Zibanejad, die schnelle Antwort. 50% auf Rick Nash. Und damit Mika Zibanejad, das müsste sein erstes Playoff-Tor sein in unseren Stadiums. Wäre das hier das zweite Tor in diesen Playoffs. Stimmt, er hatte, glaube ich, auch sogar das erste geschossen. Nash davor, die Aktion, die war sehr, sehr knapp. Und dann hat er den Zibanejad aufgelegt, der diesmal nicht wie sonst so viele von uns am Pad oder generell am Goalie scheitern. Piri mit dem schönen Bulli gewinnt, sondern ihn schön sicher reinmacht. Piri, der gewinnt die Bullies für uns richtig gut. Wenn wir entscheidend nur Bullies brauchen, muss die vierte Reihe drauf. Mark Stoll. Oh, schade, da war ein bisschen Bewegung vorm Tor. Jetzt rüber. Schade. Piri über die kurze Ecke. Hat die noch. Visi. Oh, nochmal Visi. Fast das Spiel gedreht. Die Chancen sind jetzt da. Lindberg hat den Puck nicht. Da liegt er bei beiden rum. Und natürlich kommen die Flyers mit Puck hervor. Oh, mit Klein sind wir schwach rausgerückt. Aber Stoll wartet das aus. Piri auch dabei. Der spielt gut. Nein, da ist er. Ja, das hat man schon wieder gesehen. Ich meine, Leute, guckt mal. Ich kann nur einen Spieler von 5 steuern. Und ich gehe mit einem nach außen. Dann erwarte ich, dass der andere auf den Slot aufpasst. Der kommt da gerade wie blöd, glaube ich, runtergestürmt, wenn ich das richtig im Augenwinkel gesehen habe. Guck mal da, Klein, der muss den Slot dicht machen. Der kommt einfach entgegen. Der rennt dem weg und dann hat Lundqvist gar keine Chance. Wenn wir vorne mal so frei hinkommen würden, die KI kann es doch. Gegen uns zeigt sie ja, dass sie gut decken kann. Oder wir machen es einfach nur doof. Schön von Derek Stefan, der arbeitet gut mit nach hinten. Also, schneller Anschlusstreffer wieder zunichte gemacht. Torreiche Serie. Im Allgemeinen. Eine Bewegung zu viel von Michael Grabner. Schade, wieder knapp vor der Drittelpause. Da hätten wir uns mit dem Unentschieden natürlich gerne reinretten können. Schön geholt an dieser Stelle. Stefan auf Fast. Das Drittel bereinigt. Aber schon wieder 2 Gegentore. Und für Lundqvists Statistik ist es natürlich nicht gerade fördernd, denn wir kriegen wenig Schüsse und davon sind leider viele drin. Einfach dem Spiel geschuldet, da würde ich nicht mal Lundqvist die Schuld geben, weil egal was man denn echt von ihm hält, hier hat er einfach den guten Wert. Und deswegen, naja, besser geht's dann wahrscheinlich doch nicht. McDonough mit dem späten Check, Girardi dafür mit dem Puck, aber da hilft dann keiner. Seht ihr, Zibanejad rennt zur falschen Seite, Girardi passt dafür auf, sollte einen Icing geben. Ja, aber dadurch, dass wir noch frisch sind, gar kein Problem. Nash hält nochmal Gudasch an. Hier Girardi mit 10 Checks. McDonough unter der Saison, in der regulären Saison, in 82 Saisonspielen über 200 Checks. Damit Platz 1. Girardi in den Playoffs Platz 1 mit 10 bisher. Aus 4 Spielen. Und Chris Kreider nimmt sich den Puck. Auf geht's. Schöne Bewegung. Selbst über die kurze Ecke. Nein, aber warum bleibt er nicht am Puck? Guck mal, Leute, jetzt fängt's wieder an. Das zweite Mal in diesem Spiel schon, dass wir den Puck nicht aufnehmen. Einmal da, wo der jetzt war. An der Position des Eises ist uns das passiert und jetzt da vorne. Wenn die den Puck mal aufnehmen würden, dann wäre so vieles einfacher. Oh. Hinten. Jesper Fast. Probier's. Oh, der hüpft, der hüpft. Aber will nicht durch. Neuwirth greift hinter sich. Da war nicht allzu viel Bewegung vorm Tor. Aber sorgt ganz schön für Schwierigkeiten. Und wir müssen die Bullies jetzt mal gewinnen. Wieder nicht. Dadurch hatten wir so wenig Pucks im letzten Spiel. Oh, warum nicht auf Steppan? Der holt sich selber. Wird direkt gecheckt. Holen sich fast zurück. Stoll passt außen auf. Komm. Jawohl. Der spielt gut in diesen Playoffs. Klein. Durch die Mitte auf Stefan. Vorne fast. Die Bewegung klappt nicht. Und dadurch das Nachhaken nicht. Ja, da haben wir außen zugemacht. Klein stürmt ganz mit rüber. Und teilt den Check aus. Spielt ihn weiter zu fast. Der muss kurz abbremsen. Probieren wir's. Oh, schade. Aber der Blocker ist parat. Wir haken natürlich vorne weiter nach. Stürmen mit zurück. Den links habe ich nicht gekriegt. Den hätte ich gern gehabt. Drüben kommt er, drüben kommt er. Aber Grabner auch
Aufmerksam, Stoll. Komm, selbst die Überzahl kreieren, indem er nach vorne geht. Da wird gewechselt. Bucinovic. Der Schuss, Nachschuss, Stefan, jawohl! Da ist der Ausgleich. Deswegen Verkehr vorm Tor, Leute. Dann können wir die Rebounds schnell nehmen. Und zum zweiten Mal innerhalb von zwei Spielen. Im letzten Spiel hat es Bucinovic gemacht. Mit der Rückhand einfach den Rebound verwandelt. Da liegen gelassen, weil wir gesehen haben, Bucinovic kommt von der Bank. Neuwirth lässt prallen. Und Stepan platziert ins Kurzeck. Erstes Playoff-Tor für ihn. Komm, JT Miller. Oh, ein Bulli-Gewinn. Bucinovic über außen wird dran gedrängt. Miller aber auf der richtigen Seite geholfen. Den spielen wir ganz rum. Holden kam entgegen. Hayes holt ihn aber noch. Kriegt ihn wieder. Probiert selbst. Springt wieder ab. Also hier. Darauf können wir spielen. Wir kennen die Schwächen unseres Gegners. Und unsere Schwächen sind die vielen Strafen. Wir gehen in die nächste Unterzahl. Außer sie treffen jetzt direkt. 6 gegen 5 ist es auf jeden Fall. Wir berühren den Puck. 2 zu 2 steht es. 5 gegen 4 lautet es auf dem Eis. Fast und Grabner zur Hälfte dieses Spiels auf dem Eis. Grabner gewinnt sogar das Booty. Und Kevin Klein bringt ihn raus. Komm, Grabner, den erwischst du als Erster. Aber sowas von. Von der anderen Seite kommen sie, drängen mich da zu zweit ran und haben leider sehr, sehr schnell den Puck geholt. Nimmt wenig Zeit von der Uhr. Schön von Klein. Schön von allen. Grabner direkt wieder hinten. Jetzt ist er schon gleich eben fast der letzte Mann gewesen. Und fast mit dem Konter hier. Schöner Vorcheck. Jetzt haben wir natürlich hier den Worst Case erwischt. In Unterzahl und den weitesten Weg zur Bank, weil die natürlich jetzt gerade auf der anderen Seite ist. Das müssen die Spieler jetzt durchziehen. Da kommt der Schuss. Der wird sogar hinterm Tor noch abgefälscht, sodass er wieder das Forstor kommt. Lundqvist hat ihn. Den hätten wir festhalten sollen für den Wechsel. Aber da wollte ich es wieder zu schnell machen. Fast hat ihn auf jeden Fall rausgebracht. Den spielen wir tief. Und dann gehen die hoffentlich wechseln. Wir drehen auch ab. Jawohl. Bucinovic und Sibanejad im 5 gegen 5. McDonough hinten. Schön aufgepasst. Den bringen die Flyers dadurch selbst raus. Zu viel Druck. Bucinovic schön nachgehakt. Kreider. Hinten Nash gerade drauf gewechselt. Girardi. Und vorm Torverkehr. Nachschuss. Kreider, ah, da hätte ich mir Sibanejad gewischt. Als Rechtshänder hätte er den besser schießen können. McDonough gegen Simmons. Ganz klare Sache für unseren Kapitän. Und Girardi schickt Nash. Heute schon ein gutes One-on-One gehabt. Leider nicht verwandelt, aber dadurch natürlich den Ausgleich zum 1:1 ermöglicht. Jetzt selbst und Sibanejad. Oh, was ein Save. Kreider kann ihn nicht reinspitzeln. Da wollten wir den einfach durchschieben. Shay rückt raus. Drüben kommt er. Drüben ist er. Und Lundqvist hat den Puck. Riskante Spielweise hier von uns. Die 4-3 ist drauf. Sehr gut. Piri. Der kann vor allem auch schießen. Ah, und da provoziert er die Strafe. Einfach mal ein bisschen den Puck gehalten. Vorm Tor ist Bewegung. Da rutscht er. Oh, das gibt es nicht. Auf der Linie. Der ist wieder durchgetrudelt. Viel Bewegung vom Tor. Torreiche Spiele. Und wir kriegen die Überzahl. Mit Nash und Sibanejad als Direktschützen. Aber leider nicht mit Stepan als Bulli-Gewinner. In dieser Serie, beziehungsweise eher nur in den letzten zwei Spielen, geht er in den Bullies so ein bisschen unter. Und wir versuchen uns natürlich festzusetzen. Das schaffen wir bisher ganz gut. Jetzt brauchen wir natürlich hier unsere Direktschützen. Da ist er schon. Und Nash, komm. Ah, das war nicht gut. Das war schon fast senkrecht gespielt. Der muss natürlich schräg kommen. Girardi, schön. Komm, Stepper nochmal drauf. Die letzten Sekunden laufen. Jedenfalls im zweiten Drittel. Schön durchkombiniert. Für Stepan. Nicht rausgebracht. Letzte Sekunden. Stall. Wird nicht abgefälscht. Nachschuss. Kommt auch nicht zustande. Nash mit dem Check. 9 Sekunden Powerplay erwarten uns noch zu Beginn des dritten Drittels. 2:2. Wie jedes Spiel. Spannend. 2 konnten wir für uns entscheiden. 1. Die Flyers für sich. Stefan diesmal mit dem Bulli gewinnt. Da ist Sibanejad frei. Und drüben. No! Dass der Pass durchkam, war gut. Glücklich, aber gut. Und dann hat da nur ganz wenig gefehlt, dass der reingeht. Ein bisschen zu gut gezielt von Nash. Der ging drüber. McDonough außen. Nächster Check. Auch Klein. Und Sibanejad. Stefan. Schöne Bewegung. Nash, Stefan. Hinten Sibanejad. Er zielt und der Blocker war dran.
Gegenseitig heben wir uns da den Schläger hoch. Gudas mit dem Vorteil. Giroud wird gecheckt. Nash mit dem Puck spielt ein Tief. Das war gut. Wir haben immer noch keine komplette Reihe drauf, weil mit Zibanejad und Stepan haben wir zwei Center drauf. Jedenfalls, wenn es nach den normalen Reihen geht im Powerplay, ist Zibanejad natürlich unser Flügelspieler wegen den direkten Schüssen. So, zu dritt, Leute, zu dritt. Und so lange, bis wir da an den Puck kommen. Zibanejad bremst ab, dadurch der Check. Hebt den Schläger an, behält den Puck. Oh, bedient Stepan wunderschön. Zurück. Oh, der rückt nicht hoch. Aber wird an die Wand genagelt. Und der Captain geht für die Flyers vom Eis. Für uns die zweite Reihe, die im letzten Spiel treffen konnte. Die zweite Powerplay-Reihe. Nicht die starke, also vermeintlich starke. Mit Zibanejad und Nash als Direktschützen. Sondern die hier hat getroffen. So, und wieder einer gegen drei Leute. Beziehungsweise NHL als Spiel. Ich meine, auch in echt kann man sich mal blöd anstellen. Aber hier, der nimmt den ja wieder nicht auf. Es bahnt sich was an hier. Auf geht's. Drüben Miller. Etwas Chaos. Weiter geht's. Schön. Drüben zum Tippen. Der hält den schon wieder. Das gibt's nicht. Der zweite Riesensave von Neuwirth. Das gibt's nicht, wie er den rausgefischt hat. 48 Sekunden noch. Komm, Miller. Leider kein Bulli gewinnt. Der geht direkt aufs Tor. Neuwirth hält fest. Jetzt die erste Reihe nochmal drauf. Auch wenn sie kaputt ist. Mit der zweiten Verteidigungsreihe. Stepan, komm, jetzt ein Bulli gewinnen. Dann macht den Zibanejad rein. Mit Ansage. Zack, zack, zack. Stepan kommt nicht an den Rebound. Jetzt wechseln wir nochmal die zweite drauf. Eine gute Aktion gemacht. Dann heißt es Ausdauer schon. Auch Miller. Und drüben. Max Doll. Krasser Schuss. Del Sotto, Ex-Ranger. Geht in den Schussblock. Für ihn erfolgreich. Jawohl, an der anderen Seite wieder raus. Aber Bucinevic hat leichte Anlaufschwierigkeiten. Da liegt der Puck da rum. Girardi hat ihn. Schöne Bewegungen hier. Chris Kreider von außen. Und für den Rebound. War keine hundertprozentige, die er da genommen hat. Aber der Rebound kann eine hundertprozentige ermöglichen. Das ist natürlich unser Ziel. Miller im freien Raum. Oh, genau auf Schulterpad. Brustpanzer. Und wir passen natürlich weiterhin auf. Ab jetzt wird es bitter für beide Teams. Wer jetzt das Gegentor kriegt, der muss nochmal eine ganz schöne Schlussoffensive starten. Abseits gegen die Flyers. 19:4 Checks für uns. Klarer Körpervorteil. So, und die Bullies gehen in letzter Zeit an uns. Das heißt, Puckbesitz und Platz vorne was zu machen. Stepan. Ah, da war einfach mal der kurze Tipp in gesucht. Das war risikoreich von Klein. Aber erfolgreich. Hält ihn dadurch vorne. Unsere Stürmer rücken nach. Da leider ein bisschen zu stürmisch von Jesper Fast. Einer seiner wenigen unüberlegteren Aktionen. Hat uns aber mit zwei Toren und einigen sehr, sehr guten Aktionen schon weit geholfen in den Playoffs. Und das hier ist ein Icing, was Lundqvist spannender macht, als es hätte sein müssen. 6:0 Schüsse für uns im dritten Drittel. Also, das wäre doch verdient. Nächstes Bulli-Gewinn. Klein. Oben links ist frei. Abgefälscht. Da ist die Führung. Michael Grubner schickt Michael Neuwirth in die falsche Ecke. Ich habe gerade noch beim Schuss gesagt, oben links ist frei. Das dachte auch Michael Neuwirth. Aber als er oben links war, da war unten rechts frei. Beziehungsweise keine Schuld für ihn. Wurde zwar früh abgefälscht, aber da rechnest du nicht mit. Aber genauso müssen wir es machen. Verkehr vom Tor und Bulli gewinnen. Das, was uns bisher in den zwei Spielen gefehlt hat, hat beides hier geklappt. Verkehr vom Tor und Bulli gewinnen. Aber das ist noch nicht durch. Die beiden Mannschaften hier können beide Rückstände aufholen. Das haben sogar sowohl die Flyers als auch wir erfahren müssen. Und das regelmäßig, obwohl erst drei Spiele absolviert wurden und hier das Ende des vierten kurz bevorsteht. Grabner hinten aufpassen. Auch Piri macht die Räume dicht. Die vierte Reihe, unsere Starke ist wieder drauf. Sodass die erste gleich nochmal für den Schlussport drauf darf. Kevin Klein. Eigentlich schön gemacht, kommt aber nicht an den Puck. Piri auch nicht, da kommt der Schuss. Lundqvist hat ihn in die Ecke. Stall über Visi. Riskant, aber der ist draußen. Brandon Piri. In die Mitte, Sichtbindung des Verteidigers. In die Fangart von Neuwirth, schade. Der kann gut und gerne mal oben im Winkel landen. Wir lassen die vierte nochmal draußen und die dritte Verteidigungsreihe. Bei der nächsten Unterbrechung, insofern denn noch eine kommt, kommen die ersten drauf.
Ich hoffe, wir verzocken uns damit jetzt nicht. Denn ja, da haben wir es schon. Shenji Rune Simmons, die erste, spielt jetzt gegen unsere vierte. Das ist eigentlich nicht das Ziel. Kein Bulli gewinnen, aber schön, er holten sich noch mit dem Körper. Holden, vorm Tor ist Bewegung, war wieder abgefälscht. Diesmal Glück im Tor der Flyers. Schön, schön, vorm Tor ist wieder Bewegung, der rutscht. Und kein Rebound für uns. Oh, Lindbergh, dass er den nicht kriegt, das ist ärgerlich. Holden, mit dem Check, hinten aufpassen. Fisi, hebt den Schläger an, hat den Puck. Mit dem Pass auf Sibanejad, sehr, sehr schlau. Kreider, die letzte Minute läuft gleich. Der Pass kommt an, das ist ja unglaublich. Sibanejad, der kommt auch an. Da rutscht er noch. Aber wir gehen mit einer 3:2 Führung in die letzte Minute. Mika Sibanejad. Kann er unsere Bulli-Gewinne aufrechterhalten? Nein, aber mit dem Körper ermöglicht er Kreider hier an den Puck zu kommen. War das? McDonough. Oh, gefährlicher Schuss. Scharf geschossen, den spielen wir selbst vor. Und dann der Check von hinten. Im Slot aufpassen. Da steht er, da kommt der Schuss, ja. Das haben wir selbst zu verschulden. Und die Sache mit den Rückständen, die habe ich angesprochen. Zum zweiten Mal kriegen wir in der letzten Minute hier das Gegentor. Vorher haben wir den Fehler gemacht und Girardi in der Mitte angespielt. Dann haben wir den Slot da erst dicht gemacht. Ja, und hinten steht er für den Direktschuss. Und wenn er den kriegt, da ist Lundqvist auch ohne Chance. Das muss man dann leider so sagen. Read mir der Vorlage, Sean Couturier. Mit dem Abschluss, Mika Sibanejad für unser Bulli-Punkt. So, und hoffentlich haben wir uns jetzt nicht verzockt, sondern haben eine frische erste Reihe, die hier nochmal für was sorgen kann. Leider hat er sich hier verzettelt. Girardi, komm, offensiv raus. Jawohl. Ah, dadurch abseits, dadurch, dass er schon drin war. 24:11 Schüsse im Allgemeinen. Guck mal, aus 11 Schüssen treffen die 3 und aus 24 treffen wir 3. Und ich finde, wir hatten gute Chancen. Unterschied ist nur, dass der schon wieder 3 Weltklasse-Saves rausgehauen hat. Und unser nicht. Ich meine, das muss Lundqvist nicht. Aber dann soll es der Gegner auch nicht machen. So, McDonough auf Kreider. Drüben, Nash nimmt Tempo auf. Den nehmen wir auch mit. Der rutscht! Nicht durch. Wir hatten aber auch viele Chancen, auch die jetzt hätten durchrutschen können. Also sie sind es allesamt nicht. McDonough hält ihn drin. Macht selbst. Rebound, da liegt er. Aber Neuwirth hält fest. Komm, hier, jetzt machen wir es. Piri. Und die erste Reihe. Piri, unser bester Bulli-Schütze, habe ich das Gefühl. Muss gewinnen und hinten steht Girardi. Ah, fast, den hat er noch. Visi arbeitet. Aber leider nicht genug. Es geht zum zweiten Mal innerhalb von 4 Spielen in die Overtime. Und das letzte Spiel wäre das Spiel 30 Sekunden kürzer, wäre auch in Overtime gegangen. Also alles knappe Spiele. Und wenn wir das hier gewinnen, führen wir zwar 3:1 und es sieht relativ eindeutig aus. Aber da ist in den Playoffs noch lange nichts gegessen und so eindeutig war es gar nicht. Jedes einzelne Spiel hat nur mit einem einzigen Torunterschied geendet. Und auch über dieses Spiel kann man jetzt schon sagen, es endet mit einem Torunterschied und vor allem in Overtime. Denn Shootout ist natürlich in den Playoffs nicht. Girardi! Die Fangern von Neuwirth. Die muss jetzt natürlich bei jedem Schuss so aussehen. Schade, den hätten wir gehabt. Da habe ich aber schon gespitzelt mit Sibanejad. Der wird tief gespielt. Und unser Captain holt sich den Puck persönlich hinterm Tor. Nimmt Fahrt auf, verliert ihn fast, aber Nash hat auch Tempo. Und bedient Sibanejad. Drüben kommt doch Kreider mit, aber dann nehmen wir lieber Nash mit. Der schießt knapp vorbei. Da war der Pfosten im Spiel. Und dann hüpft er über unseren Schläger und wir können ihn nicht im Offensivdrittel halten. Umso ärgerlicher, wenn man dieses Geräusch noch hört. So, jetzt müssen sie sich hier mal gegenseitig helfen. Das war schon wieder ganz schön offen eigentlich hin. Sibanejad, probier's, der hat einen Schuss. Der rutscht noch. Und wir haben wenigstens das Bulli erzwungen. Reihenwechsel kann komplettiert werden. Zweite Offensiv- und zweite Defensivreihe drauf. Bulli gewinnen wäre jetzt ganz schnieke. Schade, haben wir nicht. Aber wir gehen außen gegen, da hüpft er. Nach so einem Overtime-Treffer brauchen wir auch nicht. Da können wir so einen schönen haben wie Miller im letzten Spiel. Gudasch und Grabner haben miteinander zu ringen, bleiben aber beide auf dem Eis. Deswegen geht's weiter. Stepan wieder nicht mit dem Bulli-Gewinn, schade. Aber Grabner, wieder gut nachgehakt. Jetzt auch Stepan. Aber zu zweit, ich kann nur einsteuern und ich hatte das Gefühl, der Zweite hat jetzt gerade jeweils nicht mitgeholfen. So wird das dann nichts. Klein bringt ihn raus. Grabner. Stepan. Fast. Stepan. Grabner. Alle hin und her. Und wieder so ein Schuss außen vorbei. Diesmal halten wir ne. Klein. Da stand diesmal keiner vom Tor zum Abfälschen. Grabner hätte gerne sein zweites machen können, nachdem er das im Spiel schon so gemacht hat. 10:20 Bullies sind außergewöhnlich viele Bullies trotzdem. Das ist unseres. Das könnte das Entscheidende sein. Schade. Das gibt eine Strafe. Komm.
Kein Bein stellen. Wieder von außen. Oh, den hat er verpasst. Nimmt ihn auf. Dann kommt er leider nicht an. Stoll runter zu Grabner. Wieder hoch. Wieder zu Grabner. Jetzt dürfen wir es uns nicht fair spielen. Oh, schön gespielt von Fast und Grabner. Da liegt er sogar noch. Fast nickt nochmal ab von da. Und klein. Risikoreich. Jawohl, aber erfolgreich. Und nachgestochert. Da wird gewechselt. Hayes. Michael Grabner. Abseits. Millimeterentscheidung. 5 zu 0 OT-Schüsse für uns. Auch jetzt haben wir es uns wieder verdient. Das Spiel allgemein mal wieder eins der guten Sorte, würde ich sagen. Auch wenn wir hinten zwischendurch geschwommen haben. Auch das gehört dazu. JT Miller, schade, er hätte seinen zweiten Overtime jetzt schon, Overtime Winner jetzt hier schon verbuchen können. Hat er aber leider nicht. Bucinevic arbeitet nach. Auch das erfolgreich. Sogar noch, nein, auch nicht drin. Jetzt gerade haben wir mit dem Abseits zu kämpfen, aber millimetermäßig. Miller, der gewinnt die Bullies. Holden erstmal tief, der wird direkt geblockt, geht nach hinten los. Und Brady Shane in einer schönen Bewegung und den Fehlpass. Ruffle. Jetzt nicht schießen lassen. Jeder Schuss wird gefährlich. Im Slot steht er schon wieder. Bucinevic sitzt. Nein, nicht schießen lassen. Das hat sich angekündigt. Das hat sich angekündigt. Als ich da keinen Spieler gekriegt habe und der da rumrennt, da war dann Sichtbehinderung da und die Ecke war offen und die Flyers können tatsächlich, genauso wie wir, beide Heimspiele gewinnen. Und das, obwohl wir, finde ich, dieses Spiel ganz klar besser waren. Das war deren erster Schuss in der Overtime. Da hocken wir, ja, blockieren den zweiten Spieler und dann da. Ich hatte ja noch gehofft, dass der Schiri abwinkt. Der zeigt ja nicht mal das Tor an. War der Verteidiger da an Lundqvist dran? Ich denke nicht, das geht schon in Ordnung. Wobei aus unserer Sicht eigentlich auch nicht. Das Spiel hätte vorher klar sein sollen, klar sein müssen. Aber auch hier wieder. Dieses Spiel endet nur mit einem Torunterschied. Die Serie, ausgeglichen. Alter Schwede, das wird noch echt knapp. Und ich meine, das dritte Drittel und gerade die OT, das war unser Drittel, gute Aktion. Mit ein bisschen Pech nicht durchgegangen. Gucken, wie die anderen Spiele waren. Die ersten Serien könnten vorbei sein. Da ist schon eine vorbei. Tampa Bay sweept Detroit. Die Blue Jackets vermeiden den Sweep. Kommen an die Penguins ran. Ottawa 3-1 gegen die Capitals. Die Blues 3-1 gegen die Predators 2-2. Die Wild gleicht aus. Die Canucks ziehen auf 3-1 von den Kings weg. Und die Sharks gleichen gegen die Blackhawks zum 2-2 aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass wir die Macht des Madison Square Gardens in der nächsten Folge, im nächsten Spiel mitnehmen können. Und dort in der Serienführung gehen ein ganz entscheidendes Spiel. Denn wer dieses Spiel gewinnt, hat den Matchball. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.